Novellierung der sogenannten Saatgutverordnung könnte den Saatguttausch bald illegal machen. Was sind da die konkreten Pläne der EU? Naja, man möchte die komplette Kontrolle für Saatgutkonzerne, die Patente auf Saatgut haben, über die bäuerlichen Saatguthändler bekommen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil auch damit die Diversifikation, also das heißt, dass auch die Verschiedenheit der Arten und damit die Artenvielfalt in Gefahr ist, damit aber auch die Resistenz der Arten in Gefahr ist und letztlich die Autonomie der Bauern in Gefahr ist. Es ist ja wirklich grotesk, dass wir die Europäische Union haben, die nicht in der Lage ist, die Finanzkrise zu lösen, die nicht in der Lage ist, die Energiekrise zu lösen, aber die Saatgüter der Bauern wollen sie reglementieren. Dieser ganze Reglementierungswahn, dieser ganze Wust an Detailregeln und Regulierungen hat ja nicht zu einer Vergrößerung des Wettbewerbs geführt, sondern zu einer Verhinderung von Wettbewerb geführt. Daher müssten sich auch in Wirklichkeit Saatgutkonzerne den Wettbewerb mit dem kleinen Bauern gefallen lassen. Wenn sie so viel besser sind, wird der Bauer eher Klumpert kaufen. Aber wenn es eben nicht so ist, dann soll der Bauer die Möglichkeit haben, sein eigenes Saatgut zu produzieren. Das gilt übrigens auch für die Tierzucht. Das gilt für alle anderen Dinge auch. Die europäischen Bürokraten reglementieren kleine Dinge bis ins kleinste Detail, aber sind nicht in der Lage, die großen Probleme dieses Kontinents zu lösen. Und wenn das die Europäische Union ist, dann kriegt diese Europäische Union vom Wähler und vom Bürger zu Recht die Abfuhr. Und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn der Wähler damit und der Bürger damit immer mehr von dieser EU angewidert ist. Das ist eines der Beispiele, warum das so ist.